dem Kopf oder Zahl. Ich mein trotz seiner Wahl, ob Zopf oder Karl, wo man nicht mehr so weiß, wie besoffen der war, wählte er am Suff die Glatze statt seinem offenen Haar. Zum Schutz vor sich selbst spricht er heute von Ironie, doch wenn er seine Frise anzieht, sieht er den Ironie. Frühes Kiffen, dicker Jack, das führt zu Schizophrenie. Doch für ihn ja kein Problem, er raucht sein Schizophrenie. Sein schüchternes Wesen mit dem gleichen Blick wie damals, immer geht reichhaltig zu Boden, wie sein Führer Adolf Hitler. Als ich ihn gesehen hab, dicker, hab ich lautlos gelacht. Ich bin zwar nicht taubstumm, doch ich hab lautlos gelacht. Bei Berührung für ihn Fremdsinn kriegt er beinahe so einen harten. Und obwohl er zu gereizt ist, darf das niemand je erfahren. Sonst könnte man ja glauben, dass er den Verschuchtel halten kann. Immerhin spreizt er nicht gefragt, dass seine Beine so wie Schockflot von dann. Das Wort Attitüde kapiert es heute nicht ohne Duden. Aber was es sicher weiß ist, er zählt sich zu den Guten. Und ja, du hast schon recht, er lässt aus Länder gar nicht bluten. Doch er sagt Ali, war wenn er sprach, ich vergaß die Juden. Das Wort Attitüde kapiert es heute nicht ohne Duden. Aber was es sicher weiß ist, er zählt sich zu den Guten. Und ja, du hast schon recht, er lässt aus Länder gar nicht bluten. Doch er sagt Ali, war wenn er sprach, ich vergaß die Juden. Und da brauchst du nicht einmal einen Oldtimer zu fahren. Denn fehlt dir der deutsche Pass, macht dir bei dir das Hakenzeichen dran. Doch irgendwie war nach dem Graffiti an die fremden Autos spielen, von denen der Streifenwagen so als würde eine Tigerente ziehen. Er ist Polizei bekannt seit den letzten Bundeswahlen. Und so rechnet er mit der 110 wie mit binären Zahlen. Sag mal, was denn mit ihm los und wo ist eigentlich sein Anstand? Und wie bitte kam's dazu, dass er im Dönerladen anstand, wo er doch so stolz auf seine eigene heißgeliebte Heimat ist? Was er dann beim Urlaub buchen aber immer schnell vergisst. Denn so ein bisschen Thailand chillen, das kann doch eigentlich nicht schaden. Und wenn er dann zurück ist, geht er wieder Türken jagen. Dieses asoziale Pakt, das kann er bis heute kaum ertragen. Obwohl es ja eigentlich er ist, der ständig nur vom Staat nimmt. Weil Bewerbung schreibt er keine, denn er ist nicht fotogen. Ja, ohne fotogen muss er wegen seinem Foto gehen. Das Wort Attitüde kapiert es heute nicht ohne Duden. Aber was es sicher weiß ist, er zählt sich zu den Guten. Und ja, du hast schon recht, er lässt aus Länder gar nicht bluten. Doch er sagt Adi, war gemeldet, er sprach, ich vergaß die Juden. Das Wort Attitüde kapiert es heute nicht ohne Duden. Aber was es sicher weiß ist, er zählt sich zu den Guten. Und ja, du hast schon recht, er lässt aus Länder gar nicht bluten. Doch er sagt Adi, war gemeldet, er sprach, ich vergaß die Juden. Sein Held ist zwar aus China und die Schuhe aus den Staaten. In der Schule war er nie, er war sich lieber draußen schlagen. Und da wundert es dann nicht, dass er die Dinge gar nicht racht. Ich meine, er sagt zwar Pop und lädt doch auf Franzosen, schiebt dann Hass. Und wenn er Pizza frisst, dann auch schließlich die vom Italiener. Aber wenn er einen Syrer trifft, ja, dann geht er zu ihm rüber, um sein iPhone zu zerschlagen. Schließlich hat er sowas heftig. Doch das Syrer klüger ist wie er, das rafft er bis heute nicht. Und der Syrer ist nicht blöd, er gibt ihm eine mit. Er trägt keine Brille ohne Rahmen, doch sein fassungsloser Blick sagt, er wird ihn wirklich gar mit dem Katana schwer zerteilen. Doch sein Mathelehrer meint, doch eine Null darf man nicht teilen. Und Syrer feiert tierisch, dass der Nazi gerade da war. Denn seitdem trägt er ein blaues Auge wie ein halber Arie. Die Moral von der Geschichte, ja, ich würd sie gerne sagen. Habt euch einfach immer Liebe, braucht ihr niemanden zu jagen. Das Wort Attitüde kapiert es heute nicht ohne Duden. Aber was es sicher weiß ist, er zählt sich zu den Guten. Und ja, du hast schon recht, er lässt aus Länder gar nicht bluten. Doch er sagt Adi, war dem Männer, sprach, ich vergaß die Juden. Das Wort Attitüde kapiert es heute nicht ohne Duden. Aber was es sicher weiß ist, er zählt sich zu den Guten. Und ja, du hast schon recht, er lässt aus Länder gar nicht bluten. Doch er sagt Adi, war dem Männer, sprach, ich vergaß die Juden.